was supposed to be a secret. Just because Simon is dead doesn't mean I have to give up all his secrets. It doesn't have anything to do with what happened to Simon. No one murdered my husband because he cheated his expenses for a romantic weekend in Oxford. Also doch verheiratet. Was hast du gesagt? Also doch verheiratet. Wo nimmst du das so genau raus? Das hat sie gerade gesagt. It was supposed to be a secret. Just because Simon is dead doesn't mean I have to give up all his secrets. It doesn't have anything to do with what happened to Simon. No one murdered my husband because he cheated his expenses for a romantic weekend in Oxford. Also für mich eindeutig, Simon ist ihr Husband. Ja, ja, ist okay. Oder? Ja, ist okay, das habe ich überhört. Aber das kann halt doch sein, dass sie sozusagen... Nee, doch, ich glaube immer noch, dass es Oxford-Wochenende zeitiger war, als das, wo er weg ist. Ja, aber warum reden die dann über das Oxford? Also, ich stelle mir es halt so vor, wenn jemand zu mir kommt und mir eine Person vermisst meldet und ein paar Tage später rede ich mit dieser Person, warum sollte ich dann auf ein Wochenende oder auf einen Tag zu sprechen kommen, der weit in der Vergangenheit liegt? Ich würde doch eher mit ihr darüber sprechen, was ist an dem Tag passiert, als du ihn zum letzten Mal gesehen hast. Oder wann hattest du das letzte Mal Kontakt mit ihm? Dieser Tag interessiert mich doch als Polizist. Ich will ja wissen, was ist passiert. Also da hat man erst, als wir die Videos chronologisch geguckt hatten, ein bisschen Informationen bekommen über was ist zuletzt passiert, wo hast du ihn zuletzt gesehen, wo er über Peter gesprochen hat und dass er in der Bar gesehen hat. Das war am Freitag und ich meine, am Freitag geht er abends in die Bar und am Samstag meldet sie ihn vermisst und da sagt sie sowas wie, der ist halt nicht wieder nach Hause gekommen und der ist ja halt keiner, der wegläuft. Das heißt, genau. Da passt für mich nicht rein, dass er nach Oxford gefahren ist und sie von was von einer Konferenz spricht. Weißt du, weil ich weiß ja nicht, wo es hier stattfindet, aber das passt für mich nicht zusammen, dass der am Freitag in eine Bar geht und dann wird er angeblich jetzt in Oxford mit ihm telefoniert und so weiter. Das passt nicht. Für mich ist das davor. Der Grund, warum der Polizist nach dem Oxford-Wochenende fragt, jetzt also ein paar Tage später nach der Vermisstenmeldung ist, dass sie halt recherchiert haben und sie suchen halt nach die gehen ja vom Mörder aus, das ist offensichtlich, und die suchen jetzt nach einem Motiv. Suchen nach einem Mörder und einem Motiv. Und die suchen halt offensichtlich an diesem Oxford-Wochenende, weil da ist ein Motiv erzeugt, weil er da offensichtlich etwas gemacht hat, was eben im allgemeinen gesellschaftlichen Ansehen nicht so gut ankommt, ja, ihr romantisches Wochenende in Oxford. Und wenn sie zu Hause ist, ihn telefoniert, und er in Oxford ein romantisches Wochenende macht, sie sagt, er hätte sie angerufen und sagt, es wäre langweilig, ich bin in der Bar. Ja, denkt dir mal so, ja. Hm. Weil wer ist denn dann der Verdächtige, wenn ein Mann ein romantisches Wochenende in Oxford verbringt, nicht mit seiner Frau? Und sich dann noch herausstellt, dass es gar keine Konferenz gab, was sie angeblich jetzt nicht wusste. Also das würde aus Sicht des Polizisten doch Sinn ergeben. Ja, natürlich hast du den umgebracht, so wie sie es ja später ihr auch entgegenwerfen, ja, weil der hat sein Geld verprasst, hat nur manches Wochenende auch so verprasst und du bist halt eifersüchtig gewesen, auf ihn hast du umgebracht. Passt. So, als nächstes hätte ich Tattoo, married, blond, husband, mir aufgeschrieben. Ja, solche Worte kannst du gerne suchen. Ja, hast du irgendwelche? Deswegen frage ich eigentlich eher. Nö, das ist gut. Mach erstmal die. Ich denke noch weiter nach. No, he doesn't have any tattoos. He has a scar down here near his stomach, past his hip. Cut himself with some glass. That was before, a long time ago. He looks just like the photo. He's not got his glasses on here though. He takes them off for the camera. But he needs them to see properly, you know. He has to read a newspaper or a menu in a restaurant. Not books so much, or watching TV. He likes TV. Ich will später noch nach Freitag, Samstag, Sonntag suchen.
Freitag, Samstag, Sonntag. Hm. Mir aufgeschrieben. Oh, my tattoo. I got it to express my individuality. Mhm. It's an apple and a snake. Apple, snake, individuality. Finde ich sehr merkwürdig. Und der Name soll wohl auch draufstehen, weil er ihren Namen am Tattoo erraten hat? Habe ich es aber nicht sehen können. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Wie kommt man von Apfel und Schlange auf Hanna? Also wenn es Eva wäre, würde ich es ja verstehen. Ja. Okay. Okay. Ja, okay. Gut. Wir suchen weiter. Also Tattoo haben wir. Married. Oha. Da gibt's viele. Oh, ein neuer Tag auch noch. Was ist denn das für ein Datum? Warte. Muss kurz schreiben. Da gibt es 12. Kannst du das echt nicht lesen bei dir? Schade. Ich sage 29.06.94. Da hat sie zusammengebundene Haare auf jeden Fall. Nee, ist 25. Ah, okay. Na, gucken wir mal. Also hier, das ist noch der 18.06. Das scheint dieser früheste Tag zu sein, den wir bisher gefunden haben. Also ja. Da, wo sie ihn vermisst gemeldet hat. Mich würde übrigens, wenn du, wir können Marriott gleich weitermachen, mal ganz kurz interessieren, die Uhrzeit für das erste Video. Also wann sie angefangen hat, das erste Video zu machen. Diese, also quasi 001 suchen quasi. Das haben wir, glaube ich, schon erzählt, oder? Um 19.17 Uhr. Okay, also das wollte ich nochmal wissen. Gut. Okay. Mit Married weitermachen. This married couple stuff. A stupid argument. Nothing specific. No one knows how to push your buttons better than those you're close to. Okay, also an dem letzten Tag, wo sie sich irgendwie gesehen haben, gab es auf jeden Fall Streit. Das können wir schon mal festhalten. Die Frage ist, worüber? Sie sagt, das ist ganz normaler Stoff zwischen Ehepartnern. Und sie sagt, dass keiner so gut jemanden herausfordern kann, wie jemand, der einen kennt. Klar. Ich weiß, ja, wie ich jemanden wehtue, wenn ich jemanden kenne. Ich kenne seine Schwachstellen. Warum auch immer sie das erzählt hat, aber sie hat es erzählt. Na gut, sie hat jetzt hier die Vermisstenanzeige da erzählt, da ist möglich. Ja. A long time. We got married when I was 17. Wie lange waren sie verheiratet? Lange Zeit, seit sie 17 ist, okay. Das heißt, sie hat. Wir haben doch vorhin gehört, dass sie ihn in einer Bar kennen oder gesehen hat. Sie wusste ja schon, wer er war, hat sie ja gesagt. Wenn sie ihre Shows gemacht hat. Ja. Mit 17? Mhm. Nicht mal volljährig? Mhm. Oder sprechen wir hier von verschiedenen Männern? Tja, das kann immer noch sein. Also irgendwie bin ich sehr durcheinander. Ich verstehe noch überhaupt nichts. Ja. Also es ist viele Fragen vor allen Dingen, aber ich sag mal, das, was du gerade angedeutet hast, das sehe ich auch so, kann sein, aber wir würden es auf jeden Fall über das chronologische Gucken rauskriegen, wenn wir nicht weiterkommen. Ja, also hier ist definitiv sie da, um Simon Smith vermisst zu melden, ihren Ehemann. Also das glaube ich schon. Halten wir mal so fest. Also das ist für mich jetzt auch klar, das ist der Tag der Vermisstenanzeige. So, und diese anderen Gespräche, da ist vielleicht er gemeint, vielleicht aber auch Mr. X. Ja. Childhood sweethearts. Something like that. Are you married, detective? Siehste, die flirtet. Ja. Die ist total manipulativ.
Childhood würde ich mir noch aufschreiben. Und Sweethearts. Okay. So, was haben wir noch? So, jetzt geht's um den neuen Tag. Da sind wir jetzt am 25.06. Okay. Ist noch kein Interviewraum übrigens. Also sie ist noch nicht suspekt, würde ich sagen. When you've been married for 10 years, stuff accumulates. You could argue about anything. And he's so nice. That doesn't help. He tries to smooth things over and that just makes it worse. We're both passive-aggressive, so we never normally argue directly about anything. Kannst du es bitte nochmal wiederholen? Guckst du dir bitte mal ihren Arm an? Ich... das fällt mir jetzt erst auf. Ich habe die ganze Zeit auf ihre Wange geguckt. Das heißt, Tattoo hat sie sich zwischendurch stechen lassen? Das ist die Frage. When you've been married for 10 years, stuff accumulates. We could argue about anything. And he's so nice. That doesn't help. He tries to smooth things over and that just makes it worse. We're both passive-aggressive, so we never normally argue directly about anything. Moment. Das will ich jetzt wissen. Sie hat... Okay, das Video ist vom 1.7. Okay. Wolltest du was sagen? Das hat er zwischendurch. Und ich überlege, ob was sie erzählt hat. Aber am 1.7. Aber von mir aus gucken wir mal weiter. Wir kriegen das noch raus. Mach erstmal weiter hier. Okay. I got pregnant. Both our parents had a big powwow. We weren't even in the room. And they decided we should get married. Ah ja. Schreib mal auf pregnant. Gut. Also, soweit ich es jetzt verstehe, die beiden kennen sich aus der Schulzeit. Kamen zusammen, sie wurde schwanger, die Eltern haben verlangt, dass die beiden heiraten und deswegen sind sie schon seit längerer Zeit verheiratet. Gab Streit, die und er haben sich natürlich gut gekannt, das heißt, man kann die Schwachstellen und wusste, wenn man den anderen herausfordern will, wie man das zu machen hat. Mhm. Aber sie beide waren auch sehr passiv, also es war wohl sehr schwierig, auch mal über Dinge zu streiten. Oder zu argumentieren, weil er auch so, wie sie sagt, nice ist. Also kein Arloch sein kann. Auf der einen Seite sagt sie, sie weiß oder er weiß, wie sie herausfordert. Auf der anderen Seite ist er aber total nice. Also was denn nun? Na, ist jetzt die Frage, in welchem Zusammenhang sie das jeweils gesagt hat, nicht wahr? Ja. Es ist nicht so einfach, so zu sagen. Such mal nach Friday. Kommt noch. Achso. Ich wollte jetzt erstmal nach Blond gucken. Also, ich habe hier so eine Liste und Friday steht auf jeden Fall mit drauf. Kommt noch. Hm. 30.06. Sie spielt Gitarre am 1.7. Was ist mit der Frau? Okay. Also ich meine, dass sie auftritt, hat sie gesagt, glaube ich. Das heißt, da wissen wir, wie sie auftritt. Wahrscheinlich flirtet sie und will mal zeigen, was sie kann. Keine Ahnung. Okay, du darfst das Ding. Ja, ich habe auch gerade die Zeit genutzt zum Aufschreiben. So, das ist jetzt der 30.06. Also noch bevor sie das Tattoo hat, sozusagen. Ja. Und wir sind immer noch in dem MT-Room. Was für was steht MT? Das würde ich gerne wissen. Aber warte mal. Could the hairs have come from somewhere else? I mean, could they... We have a lot of dolls in the attic. There's a Rapunzel doll with long blonde hair. Could they have come from there? Blonde Haare. Haben wir nicht gehört in den letzten Videos, bevor sie angeklagt wird, wo sie einen Anwalt haben will, dass sie irgendwie, dass er sie erkannt hat,
Das heißt, er den Namen am Tattoo erraten hat? Ja. Das ist wohl nicht das im Arm gemeint, weil das hat sie sich ja jetzt erst kurz nicht stechen lassen. Ey, hör auf damit! Jetzt bringst du mich komplett durcheinander. Und das nächste ist, sie sagte, niemand hat meinen Mann umgebracht wegen einem Wochenende, wo er Geld ausgegeben hat, ein romantisches Wochenende, ja. Also ja. Sie versucht die ganze Zeit, überhaupt die Tatsache, dass es überhaupt als Mörder, als Mord angesehen wird, schon in Frage zu stellen. Hier wieder. Also ich interpretiere jetzt hier einfach mal bei dem Video gerade eben, das blonde Haar könnte von jemand anders sein, sagt sie. Also offensichtlich versuchen sie jetzt hier zu sagen, gucken wir uns mal hier, wir haben bei der Leiche ein blondes Haar gefunden, aber wahrscheinlich ist es eine Blonde, die ihn ermordet hat. Oh. Jetzt sagt sie nicht, ja, kann sein oder weiß ich nicht, sondern sie sagt, das glaube ich nicht, das könnte auch alles Mögliche sein. Also ganz ehrlich, warum bitte soll man denn einen Verdacht, der nicht auf sie gerichtet ist, weil sie ist ja nicht blond, wieso sollte sie einen Verdacht, der nicht auf sie gerichtet ist, wieso sollte sie den entkräften? Weil sie vielleicht gar nicht will, dass es überhaupt als Mordfall betrachtet wird. Damit gar nicht erst in die Richtung gesucht wird. Einfach soll es im Sande verlaufen. Er soll vermisst werden und dann ist er vermisst und dann ist er weg. Passt schon. Ja. Ja gut, aber dass sie aus der Nummer rauskommt, ganz so einfach als Ehefrau, sage ich jetzt mal, wird ja trotzdem nicht funktionieren. Weil sie müsste ja eigentlich eine treibende Kraft sein, dass er gefunden wird oder dass rausgefunden wird, was mit ihm passiert ist. Also so würde eine normale, liebende Frau, sage ich jetzt ja mal, reagieren. Ja, also ganz ehrlich, es ist ganz komisch, dass sie einen Verdacht so ablenkt. Ja. Okay. Warum stehen da zwei Becher? Achso, weil sie zwei Becher getrunken hat wahrscheinlich. Ja, die ist ganz schön lustig. This other person doesn't exist. I don't know what the blonde wig is, but it could be anything. Have you looked at the cat flap? Schreibe ich mir mal auf, Wick. Eine Perücke. Also der Polizist auf jeden Fall geht hier einer Spur nach, die sie nicht will. Ja, ja. Und das Verrückte ist, dass am Ende die Spur bei ihr endet. Das heißt, dass am Ende ja sie sich verteidigt und sagt, ich bin Anwalt, also. Und wir wissen, dass es auf jeden Fall keine echten Haare sind. Also sie hat über die Puppe gesprochen, jetzt über die Perücke gesprochen, also es sind auf jeden Fall keine echten blonden Haare. So finde ich, nehme ich jetzt dem erstmal. Also wirklich? Also ich meine, sie sagt es, aber ja, wissen wir das? Sie behauptet, dass es so andere sein können. Ja. Ja, wir wissen halt nicht, was der Detective gesagt hat. Hast schon recht. Genau. So, jetzt gucken wir mal hier. Jetzt hat sie auch mal ein richtiges Glas, guck mal. Ja, interessant. You want me to play something? I'm not the world's greatest guitar player. Okay? Probably needs tuning. No. It's okay. How about a traditional ballad? Should be right up your street. Sisters came walking by the sea. Oh, the wind and the rain. The eldest one pushed the other one in. Oh, the dreadful wind and rain. So they both had a love for the captain's son. But he only cared for the youngest one, all the dreadful wind. Oh, the eldest envied her sister fair. Oh, the wind and the rain, with a pretty little face and her long blonde hair. Oh, the dreadful wind. Her in and held her down.
so I think that's a good place to stop. Aha. Okay. Gut. Was hat das bei einer solchen Situation zu suchen? Keine Ahnung. Also, der Grund, warum ich mir das anhören würde, wenn ich der Detective wäre. Ich würde sie beobachten. Sie zum Beispiel ist Linkshänderin. Sie sagt, dass sie nicht die weltbeste Gitarrenspielerin ist. Sie fängt auch so ein bisschen verhalten an. Fängt dann aber an, ich sag jetzt mal, nicht wie ein Anfänger zu spielen, sondern sie kann den Takt halten, sie kann dabei singen und kann so ein bisschen, ne, ich sag jetzt mal, was vorführen. Sie hat erkannt, dass es gestimmt ist, also es macht es mit Sicherheit nicht das erste Mal. Genau. Also ich glaube, dass ein Detective so denkt, sich einfach mal, aber setz sie doch einfach mal in so einer Situation aus und guck mal, was passiert. Okay, in Ordnung. Aber es ist am 1.7., das heißt, da ist das schon so halb verdächtig, weil am 3.7. sind sie ja so weit. Also von daher, ich glaube, hier sind sie schon so weit, dass wir von Mörder sprechen und so und das, ja, da ist was faul, das merkt ja jeder. Ja. Wie kamst du auf Linkshänder gerade eben? Na, so wie sie die Gitarre hält. Ach nee. Ich bin Rechtshänder, ich halte die Gitarre auch so. Ja. Das, ja, ist mein Fehler. Also okay, das meine ich zum Beispiel, um zu gucken, sie ist Rechtshändler. Ja. Genau. Also halt auf, um so eine kleinen Details rauszukriegen, um sie genau. So ein bisschen aus ihrem, weil sie schauspielert, da bin ich hundertprozentig von überzeugt, das wird der Detective auch erkannt haben und er wird sie halt in Situationen bringen wollen, wo sie vielleicht aus diesem Schauspielern ein bisschen rauskommt und ein bisschen was über sich verrät. Ja, ein bisschen vielleicht erplappert oder sowas. Ja. Ich verstehe, was du meinst, das macht Sinn. Okay. Gut, wir haben heute eine ganze Menge schon rausgefunden. Sind schon ein paar Suchbegriffe durchgegangen. Ich habe noch eine ganze Menge aufgeschrieben. Da würde jetzt noch Gitarre dazukommen. Die Frage ist halt zum Beispiel, waren das jetzt wirklich so eine Shows, die sie da gemacht hat? Hat sie deswegen jetzt auch eine Gitarre mitgebracht, weil der Detective sie nach den Shows gefragt hat, die sie da macht? Oder die Frage ist, mit wie vielen Männern haben wir es zu tun? Mit wie vielen Frauen haben wir es zu tun? Wird spannend, glaube ich. Wie hat sie das Tattoo gekriegt? Ist das wichtig? Genau. Genau. Was ist das mit Oxford, mit der Konferenz? Wann hat die stattgefunden? Genau, was hat das mit Oxford zu tun? Wie ist das zeitlich einzuordnen? Also, ich denke, wir haben eine ganze Menge Fragen offen. Ja. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Also, mir gefällt das Spiel sehr. Ich bin sehr angetan davon und würde auf jeden Fall gerne weitermachen. Was sagst du dazu? Ich finde das voll krass. Also ich habe ja mir das versucht vorzustellen, wie das laufen soll. Aber das ist wirklich gut gemacht. Also ich meine, mir ist ja klar, dass die Frau sowieso Schauspieler hat. Aber zu Schauspielern, dass man Schauspieler hat, ist auch nicht so leicht. Also wirklich, ist gut gemacht. Bin total heiß, das weiterzuspielen. Und ich bin auch total neugierig, wie es weitergeht. Und wie gesagt, gibt es hier ein Ende? Also haben wir irgendwann was erreicht und dann ploppt auf, herzliche Glückwunsch, sie haben gewonnen oder so? Also ich finde das total cool. Und okay. ich finde, es ist ein Spiel, was sehr gut dafür geeignet ist, es gemeinsam zu spielen. Ja, genau. Das denke ich halt auch, dass wir uns da ja auch gegenseitig so ein bisschen die Theorien an den Kopf schmeißen können und gucken können, ja, was denkt der andere, welche Ideen hat der andere, also denk mal, das ist ziemlich gut dafür ausgelegt, dieses Spiel. Oder dass zwei Leute zuhören, wenn jemand Husband sagt und einer hört's nicht. Zum Beispiel. Oder wenn der eine sagt, Mensch, die ist ja Linkshänderin, und der andere fragt, woran machst du das jetzt fest? Wobei ich aber sagen muss, was ich merkwürdig finde, das ist mir früher schon aufgefallen, das Glas hier steht links von ihr. Hier steht's mittig von ihr, aber ich bin der Meinung, dass bei anderen Videos das Getränk auch immer so eher links stand. Also das kann jetzt wieder viele Gründe haben. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, dass ich als Rechtshänder am liebsten mit links trinke. Also ich stelle mein Glas immer links vom hin, wenn wir am Spielertisch sind und so weiter. Also das hat nichts zu sagen. Das ist
zeigen hätten. Aber auf jeden Fall wäre ich bei dem Video, was du gerade meinst, wo sie es siehst, das ist der 1.7., wo sie das Foto auf der rechten Seite identifiziert von sich selbst, was wir schon gesehen hatten. Da macht sie es mit rechts, das stimmt. Nee, das ist dann einfach rübergeschoben worden. Weißt du, das ist einfach, es blieb halt stehen, wir trinken schon gern Wasser so ungefähr. Aber weiß nicht. Wir gucken weiter. Gut, dann würde ich sagen, erste Runde haben wir ganz gut hinter uns gebracht. Wir werden, denke ich mal, wenn du wieder Zeit hast, die nächste Runde dann einleiten. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du das hier mitmachst. Mir hat es viel Spaß gemacht und ja, dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall ja, noch einen schönen Abend. Jo, danke auch und bis bald. Bis bald. Mach's gut.